Reise, wegen der Sie ja eifrig unterwegs sind. Auf jeden Fall riet uns Ihre Freundin, Sie als Hilfe in die Sache einzuschalten. Allerdings wurde Frau Collard von diesem Zeitpunkt an rund um die Uhr bewacht. Und so mussten wir uns was einfallen lassen. Wir ließen Nicole für einige Tage verschwinden. Zudem schrieben wir an Sie die Nachricht, Ihre Freundin wäre verstorben. So dachten die Templer, die Nicoles Post ständig abfingen, sie wäre tot und bewachten sie seitdem nicht mehr. Sie, Monsieur Stobart, dachten zwar auch, sie wäre tot, doch so kamen sie uns Gott sei Dank zu Hilfe, ohne dass die Templer selbiges mitbekamen. Naja, zumindest eine Zeit lang. Als sie eintrafen und die Tempelritter ihre Freundin, wie bereits gesagt, nicht mehr beobachteten, ließen wir Nicole wieder auftauchen. Natürlich konnte sie ihnen nicht alles über unsere Pläne sagen, denn im Falle einer Festnahme von ihnen, was ihr dann auch geschah, hätten die Templer alles aus ihnen herausgefoltert und unsere Ermittlungen wären gescheitert. Und wo ist Nico jetzt? Ja, dazu komme ich noch. Nichtsdestotrotz haben wir sie die ganze Zeit beobachtet. Zwar konnten wir ihre Festnahme in York nicht verhindern, doch ich war ständig bei ihnen. So zum Beispiel in der verunglückten U-Bahn, in der auch Nico sowie Kahn saßen. Wir ließen mittels bestochener Techniker und Zugführer den Zug kontrolliert entgleisen, um somit ihnen dreien die Gelegenheit zu bieten, zu flüchten und mit mir zu kommen. Hey, wir hätten draufgehen können. Nein, das ist nicht richtig. Der Zugführer fuhr auf unseren Befehl hin mit 20 km/h. Das reicht zwar, um ordentlich durchgeschüttelt zu werden, doch für eine Entgleisung mit folgenschweren Konsequenzen war dieses Tempo viel zu niedrig. Als unsere Männer sie drei dann rausholen wollten, konnten wir sie nicht finden. Nur Kahn und Nico waren auffindbar. Doch von ihnen keine Spur. Als wenn eine U-Bahn so groß wäre. Wir waren unter gehörigem Zeitdruck. Aha. Als wir dann erfuhren, dass sie das Siegel hatten, waren wir heilfroh. Und warum wollten sie mich dann vorhin umbringen? Ich konnte das Risiko nicht eingehen, dass sie dem Jungen begegnen. Hä? Weiß Nico davon, dass sie mich töten wollten? Und warum soll ich den Prinzen nicht vor den Neotemplern retten? Nico wusste von meinem Plan, sie zu töten, nichts. Sie hätte es auch nicht zugelassen. Denn sie liebt sie sehr, müssen Sie wissen. Sie dürfen den Prinzen deshalb nicht erreichen, weil er mit den Templern unter einer Decke steckt. Und weil er sie wahrscheinlich, nachdem er das Siegel an sich genommen hätte, getötet hätte. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Mir wurde gesagt, dass die Familie des Prinzen die Templer damals verraten hat. Warum sollte der Prinz seinen Erzfeinden helfen, indem er jemanden tötet, der gegen sie operiert? Das stimmt. Der asiatische Hofadel hat die Templer damals verraten. Doch genau das ist der Grund, warum der Prinz mit ihnen zusammenarbeitet. Wiedergutmachung. Lediglich die engsten Vertrauten wissen Bescheid. Selbst die eigene Leibgarde, von der sich ein Ausreißer zufälligerweise im Zug befand, dachte immer noch, die Templer wollten den Prinzen umbringen. Aber ohne Siegel kann dieses Treffen doch nicht stattfinden. Genau. Doch es gibt noch eine Art Ersatzsiegel, auf das die Templer jetzt scharf sind. Ihr Siegel ist nicht unbedingt vonnöten. Und wo soll dieses Ersatzsiegel sein? Nach unseren neuesten Informationen befindet es sich ebenfalls in China. In einer Stadt mit dem Namen Wuhan. Genau da, wo seit einigen Wochen eine sogenannte Tourists Group angeblich nach Dinosaurierknochen sucht. Die Templer. Ja, das denken wir auch. Eins noch. Warum haben Sie dann ein Foto von sich und dem Prinzen? Was denken Sie, woher ich weiß, dass der Prinz mit den Templern gemeinsame Sache macht? Ich war einer der Vertrauten. Und was genau sollen wir jetzt machen? Das werden wir in China besprechen. Dort treffen Sie übrigens auch Nico und Kahn wieder. Meine Kollegen haben Sie dorthin gebracht. Okay, Haudegen. Wir arbeiten ab sofort Hand in Hand. Gerne, George. Wir haben nicht mehr viel Zeit. In genau 3 Stunden beginnt die Zeremonie. Sie vermuten also immer noch, dass die Templer das zweite Siegel besitzen? Monsieur Kahn, ich vermute nicht, ich weiß es. Und wofür dient dann dieses Siegel hier? Reine Vorsichtsmaßnahmen. Falls man das andere Siegel verlieren sollte, hätte man immer noch ein zweites. Sie müssen wissen, George, dass die Templer sehr vorsichtig und überlegt gehandelt haben. Und wie wollen wir vorgehen? Ich habe eine Menge Plastiksprengstoff.
Wir müssen nahe genug an das Tor kommen, das C4 anbringen und dann so schnell wie möglich verschwinden. Genau. Wir spazieren da einfach so rein, sagen nett Hallo, bringen den Sprengstoff an und gehen seelenruhig wieder raus. Nicht so ganz. Wir brauchen einen Lockvogel. Oh nein. Doch. Wir brauchen sie für diesen Job. Oh je. Was soll ich tun? Okay. Monsieur Storbart, Sie wissen, was Sie machen sollen. Ja, während ich den Lockvogel spiele, schleichen Sie sich an den Templern vorbei und bringen den Sprengstoff an. Sie, Khan, haben den Fernzünder. Wenn wir in 15 Minuten nicht da sind, zünden Sie. Nein! Mach dir keine Sorgen, wir werden rechtzeitig draußen sein, vertrau mir. George, ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich. Jetzt werd hier nicht sentimental, sonst fange ich noch an zu heulen. Wir müssen los. Ich weiß nicht warum, aber irgendetwas sagt mir, dass ich diesen Stein einpacken sollte. Ich bearbeite das kreuzförmige Siegel mit dem Stein so lange, bis es eine spitze, messerscharfe Form annimmt. Ich weiß. Ich bearbeite das kreuzförmige Siegel mit dem Stein so lange. Wir haben Sie erwartet. Sie elender Verräter! Nein, George. Ich würde eher sagen, Erlöser der Welt. Sie werden uns alle vernichten! Sie sind wahnsinnig! Was ist aus Ihrer sonst so ruhigen und bedachten Art geworden, Senor Stoddart? Ich werde immer leicht nervös, wenn ich größenwahnsinnigen Menschen gegenüberstehe. Ich bräuchte nun das Siegel, Senor Stoddart. Sie haben es doch bereits. Seien Sie kein Narr. Um das Tor zu öffnen, bedarf es nicht nur eines Siegels. Seit Generationen besaßen die Reihen der Templer immer nur ein Siegel, obwohl in der Legende die Rede von zwei Siegeln war. Wie bitte? Ich habe sie benutzt, für meine Zwecke missbraucht. Durch ihr erneutes Einmischen haben sie uns auf die Spur des zweiten Siegels gebracht. Dummerweise kamen sie in dem Augenblick an die Ausgrabungsstätte in Portugal, als ich gerade im Begriff war, das Heilige Kreuz zu nehmen. Also war alles, was sie mir erzählt haben, gelogen? Keinesfalls, George. Jedes noch so kleine Wort war wahr. Bis auf die Tatsache, dass es nicht nur ein, sondern zwei Siegel gibt und man beide für den Start der Zeremonie braucht. Und warum dann Ihre Scheinexekution? Wir dachten, mit Ihnen etwas spielen zu können. Ihre Recherchen waren sehr aufschlussreich für uns und amüsant zugleich. Und schließlich sind Sie nun hier gelandet. Unfassbar. Und nun, George, bitte ich Sie, mir das zweite Siegel auszuhändigen. Ja, ich glaube, das war der letzte Streich, den die Templer unternommen haben. Ich brauche jetzt erstmal eine Zigarette. Brei, was werden Sie in Zukunft machen? Arbeiten. Wir haben einen neuen Fall in Guatemala. Drogenschmuggler.
Und wie sieht es mit Ihnen beiden aus? George und ich treffen alte Bekannte. Wen denn? Pearl und Dwayne. Ich habe die beiden in York getroffen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh doch, George. Und wir werden sie besuchen. Wie du meinst, mein Schatz. Und danach? Geht es erstmal für 2 Wochen auf die Bahamas. Aber dann bitte ohne Abenteuer.